Willkommen zurück in der zweiten Halbzeit dieser bisher noch nicht wirklich spannenden Partien. Das Tempo fehlt noch ein wenig, was jetzt reinkommen wird, hoffentlich. Mit der zweiten Halbzeit. Dedic, Jongdese kommt nicht ran. Lindemann gegen Andersen. Andersen gewinnt. Johnson, Andres Johnson. Nicht Andersen. Mann, was sage ich denn hier schon wieder? Wie soll ich denn hier jetzt auf einmal durchgehen? 30 Fraps. Hoffentlich stört das jetzt nicht so in der Aufnahme. Sonst sind es eigentlich immer 60. Naja, gut. Johnson. Oh, spielt er zurück, obwohl ich das gar nicht gedrückt habe. Er denkt mit. So. Federico. Oh, Kortmaz und wieder Riemann. Ja. Patrick Herrmann unterwirft sich. Wer dazwischen? Dedic? Weiß nicht, habe ich jetzt nicht gesehen. Federico. Foul? Naja. Was ist jetzt los? Strafraum. Strafraum. Rudelbildung bei diesen. Ja, bei diesen was? Naja. Ist aber auch eine scheiß Freischussposition hier. Kann man ja nichts draus machen eigentlich. Zumindest, zumindest ich momentan nicht. Ich bin ja fleißig trainieren an Freistöße. Übrigens, Dankeschön an den, der mir den Link geschickt hat und sagt, mir meinte, hier, pass mal auf, guck dir mal da mal ein paar Freistöße an und ein paar Elfmeter, weil ich die ja nicht ganz so drauf habe. Guck sie dir einfach mal an und ja, Dankeschön an den Tipp. Und ich glaube, er war das auch, der mir was geschrieben hat, wie ich meine Ecken reindrehen soll. Ich habe leider den Namen vergessen. Ich sollte mir das mal vorher immer alles ausschreiben. Wer mir hier was schreibt, auf jeden Fall schönen Dank. Aber jetzt erstmal wieder Riemann. Ich freue mich ja über jeden Kommentar, den er schreibt. Ja, freue mich immer wieder sehr. Egal, was ihr schreibt. Ja. Gucken wir erstmal weiter aufs Spiel. Andreas Johnson, Federico, Dedic, in der Mitte schleicht sich Jongdese langsam zum Tor, aber Lindemann passt auf. Simak, oder Simak? Simak. Noch nicht wirklich zu sehen hier, jetzt erstmal Federico, irgendwie rein! Wurde doch gefährlich und wir, genau, wir wechseln auch aus. So, Dedic, Dedic. Gott, ich weiß gar nicht, wen ich reinbringen soll. Passt. Lassen wir erstmal so und, ja, pass erstmal Gedure auf Korkmaz, der rein, Toni, nichts. Ja, warum? Zurück auf Trauer, also, Osnabrück tut sich schwer in diesem Spiel. Bisher nur eine gefährliche, oh, jetzt kommt's auf einmal, und da kommt unser Freund Niki Adler. Gefällt mir ja immer wieder gegen ihn zu spielen, nach seinem Tor und Abseits. Mal schauen, ob er noch so ein Ding reinhaut. Würde mich ja persönlich sehr freuen. Aber erst, wenn wir selber ein Tor geschossen haben. Was ich sagen wollte, Osnabrück kommt noch nicht wirklich ins Spiel. Aber wir auch noch nicht. Jongdese. Oh, Toni ganz frei. Und Riemann, Mann, wieso nehmen wir ihn nicht an? Aber was war denn da mit der Abwehr los, meine Freunde? Da stand, da hat irgendwer bei der Abseitsfalle geschlafen, denke ich mal, dass sie Abseitsfalle machen wollten und dass einer nicht aufgepasst hat und dadurch kam mal jetzt Luca Toni ganz frei vors Tor. Ja. Hat uns aber nicht wirklich weitergeholfen. Gucken wir erstmal auf Lee Jan. Hoffentlich spreche ich auch den richtig aus. Ihr wisst, ich habe manchmal meine Probleme mit der Aussprache bei manchen Spielern. Ich weiß selber nicht wieso. Ist ja egal. So, Patrick Herrmann. Sind ja auch miserable Pässe hier. Von beiden. Und jetzt vielleicht mal was ordentliches über Bönig. Der hat ja
auch selten wieder was nach vorne gezeigt. Toni wollte da Bönig in den Lauf spielen, aber Hermann, pass auf, Lindemann. Jetzt, naja. Sagen wir zu nichts. Oh, Toni. Schaltet sich ein. Ah, Azuak. Ah, kriegt er doch noch. Hätte ich nicht gedacht. Im Zweikampf gegen Nikieng. Ach, Mann. Ich spreche den auch wieder falsch aus. Und Tirala kommt rein. Der war doch nicht gespielt. Ist ja interessant. Und der Eckball war nicht so gefährlich. Er weinte schon, aber wurde gut gedrückt. Jetzt erstmal Maltritz und Riemann. Alles, was aufs Tor kommt, ist ein wenig zu harmlos für Riemann. Der scheint uns heute immer einen Schritt voraus zu sein. Palmerie schaltet sich vorne mit ein. Lässt seine Abwehraufgaben mal eben links liegen. Weil er sich denkt, scheiß auf die Abwehr, wir brauchen erstmal ein Tor, erstmal Kortmatz. Aber nein. Das läuft ja alles gar nicht so, wie es hier soll. Puh. Die Chancen bleiben irgendwie ein bisschen auf der Strecke. Tirala gegen Keidure. Die kommt gut, Niki Adler! Das gibt's ja nicht! Der Bengel ärgert uns nur. Ja, ich habe das Ganze ja irgendwie schon kommen sehen, aber ich wollte es ja nicht wahrhaben. Aber das ist ja unfassbar. Aber gucken wir das Ganze nochmal rein. Tirala mit der schönen Reingabe und da steht Palmerie. Ne, wer steht denn da nicht richtig? Andreas Johnson steht da nicht beim Verteidiger. Okay, hier hätte ich früher angreifen müssen und dann, ja, Johnson und dann kommt Adler mal ganz, sind sie beide ganz frei zum Kopfball und dann macht das Niki Adler wunderschön zum 1:0 für, leider die Gäste und, kurz, was gucken. Jetzt muss ich, so, schnell Konter haben wir an. Radikale Offensive schalte ich jetzt noch ein. Und zusätzlich bringe ich Johnson kurz raus. Dafür einen frischen Vogt. Und ja, machen wir das hier weg. Erstmal wegspielen. So, radikale Offensive. Alles nach vorne, Jungs. Wir brauchen dieses 1:1. Ich wollte schon fast ankündigen, wir können ja nach erstmal den Aufstieg feiern. Okay, steht ja noch nicht komplett fest, aber danach hätte ich geglaubt, dass uns keiner mehr einholt. Aber das sieht ja alles ganz anders aus. Niki Adler gegen Maltritz mit seiner ganzen Routine. Rüber auf Bönig. Oh, der kommt nicht ganz ran. Siegert holt sich den Ball. Siegert auf Adler. Und der lässt sich fallen. Also keiner kann mir erzählen, dass hier ist. Ich habe schon gedacht, wollte ich gerade sagen. Keiner kann mir erzählen, dass das jetzt ein Elfmeter war. 2 Minuten Nachspielzeit, Leute. Das wird ganz eng. Lute jetzt einfach mal ganz weit nach vorne und hoffen, dass da irgendwer steht. Ja, Toni steht sogar der richtige Aufsack. Nein. Ich glaube, da haben wir noch den Gegner angeschossen, kriegen Eckball. Hoffe ich zumindest. Meine Hoffnung hat Gott erhört. Und jetzt kommt Miumim Azuak mit Vogt. Und Hermann raus. Azuak mit dem Nachschuss. Schack, schack, diese Toni. Das gibt's nicht. Das hältst du im Kopf nicht aus. Toni mit dem 1:1 in der 92. Spielminute. Und damit erfolgreichster Torschütze bei unser jetzt im Verein. Das ist der helle Wahnsinn hier wieder, was hier abgeliefert wird. Da denkst du eigentlich, das Spiel ist verloren. Ja, man haut ihn raus. Dann Azuak versucht ihn irgendwie hinten hinzuziehen, wird abgefälscht. Und Toni steht da, wo er eben steht. Wunderbar, das zeichnet ein Torjäger aus. Er steht immer da, wo er steht. Erstmal der Schuss, der wäre schön gekommen, aber dann hätte Riemann wahrscheinlich schon wieder gehalten. Und damit ärgern wir Niki Adler und seinen VfL Osnabrück. Und das gibt's nicht. Das ist tatsächlich die letzte Szene des Spiels gewesen. Krass.
Aber es ist schon verdient, wenn man guckt euch die Statistiken an. Die hatten 2 Schüsse aufs Tor, wir hatten 11. Aber na gut, wenn du die Dinger eben vorne nicht machst, kriegst du hinten eins rein. Das hat sich mal wieder bewahrheitet. Und dann macht es eben die einzige Qualität und die kämpferische Moral eines Luca Tonis aus, der entscheidend nachsetzt und das 1:1 will. So, gucken wir auf die Tabelle, was sich hier getan hat. Jetzt habe ich die Tabelle gar nicht im Kopf. Kann ich euch gerade gar nicht sagen, wer wo stand. Aue, lasst mich kurz überlegen, war glaube ich nicht so wichtig. Augsburg, die waren hinter uns, haben gewonnen. Fortuna Düsseldorf war, ich glaube, irgendwo 7 oder so, 8, 7, 8. Ich glaube nicht ganz hinter uns, aber auch nicht so, dass alles unmöglich ist. Okay. Paderborn war jetzt letzter, verlieren gegen Aachen. Bielefeld, lass mich kurz überlegen, waren auch, glaube ich, kurz, waren auch irgendwo so Mittelfeld, im oberen Mittelfeld, glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Ja, müsste eigentlich. So, Karlsruhe, schon wieder ein Unentschieden, glaubst du ja nicht. So, dann wir 1-1. Die Verfolger MSV Duisburg und Hertha teilen sich die Punkte. Also langsam wird's eng, wenn Hertha nochmal oben angreifen will. Im Gegensatz dazu macht der Stadtrivale Union Berlin ein 1:0 gegen die fast abgestiegenen, gegen den fast abgestiegenen Club aus Ingolstadt gewinnen sie. FSV Frankfurt ist auch unten drin. Hä? Wer war denn alles unten drin? Ich glaube, Frankfurt war ja letzter. Dann kam Ingolstadt und Karlsruhe. Ach, egal. Sehen wir gleich auf der Tabelle. Auf jeden Fall 0:0 gegen Greuther Fürth. Die waren jetzt auch nicht so weit von uns weg, hoffe ich. Und das sieht wie folgt aus. Wir 60 Punkte mit 11 Punkten vor und langsam nähern wir uns der ersten Liga. So, engster Verfolger immer noch, Augsburg, Union Berlin schleicht sich vor, kämpft sich vor Duisburg. Ja, und jetzt sieht das alles an oben ein bisschen anders aus, langsam lichtet sich das Feld. Vorher waren die ja alle noch eng beieinander, jetzt sieht das alles anders aus. Jetzt ist ja Union Berlin hat ordentliche Punkte vor, FC Augsburg einen ordentlichen Punktevorstand auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Ich weiß ja gar nicht, ob es mit Relegation gibt, geht oder nicht. Und auf jeden Fall wäre dritte Relegation. Und tun wir einfach mal so, als wenn eine dritte Relegation ist. Ja, haben wir nur noch eine Handvoll, nein, noch nicht mal. Beste Chancen jetzt aufzusteigen haben wir. Augsburg, Union Berlin, Duisburg und Düsseldorf. So, das sind die mit den besten Startvoraussetzungen. Die anderen können schon langsam gepflegt sich darauf einstellen, dass es nichts wird mit dem Aufstieg. So, gucken wir mal nach unten. Oh, ich habe Ingolstadt weiter runter platziert, als sie eigentlich waren. Es tut mir furchtbar leid. Aber ich habe behalten, dass Paderborn letzter war. Karlsruhe, ja, immer noch vorletzter, da SSV Frankfurt auch ein Unentschieden geholt hat. Also, und wir und aus Osnabrück auch ein Unentschieden gegen uns geholt hat. Das sind ja die 4, die unten drin sind. Die haben alle gepunktet, glaube ich, jetzt, außer Paderborn. Also die geben sich noch nicht auf. Also Platz 15 ist ja Rettung. 14 Ingolstadt ist eigentlich schon zu weit weg, um noch annähernd in Gefahr zu kommen. Und ja, die machen das die 3 unter sich aus. Am schlechtesten sieht es natürlich aus für Paderborn. Die brauchen unbedingt einen Sieg, damit sie da unten mal rauskommen. Und ja. Gut, soweit von war es von der Tabelle. Ich hoffe, ihr könnt. Ich habe euch hier wieder ein bisschen mehr gezeigt. So, Tickets eigentlich. Oh, wird auch immer mehr, habe ich das Gefühl. So, nächstes Spiel. Oh, haben wir ja gutes Glück. Am 29. Spieltag treffen wir auf den Tabellenletzten. Paderborn. Könnte interessant werden. Und ja, mal gucken, was ich mir da einfallen lasse für eine nette Ausstellung. Mal wieder, oh, haben wir irgendwie Neues? Nee. Alles die gleichen. Ja, mal gucken, vielleicht tüftle ich mir da noch irgendeine coole Ausstellung aus, dass ich da was ganz Verrücktes mache, aber ich glaube nicht. Naja, egal. Wir sehen uns im nächsten Spiel gegen Paderborn 07. Der
Ja, ziemlich weit unten ist und die unbedingten Sieg, aber als Tabellenletzten gegen den Tabellenersten hat man es schwer, aber sie werden alles dran reißen, da zu punkten. Ja, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Pro Evolution Soccer 2011 Meisterliga mit dem VfL Bochum. Ich bin euer Doom gewesen. Ich bin euer Doom. Nicht gewesen. Ich bin euer Doom. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleiben Sie sportlich und it's on!